Hallo, willkommen zu meinem ersten Tutorial. Gleich vorweg, ich bin Österreicher, das heißt schnell umschalten oder etwas Nachsicht üben. Ich werde versuchen, meinen Dialekt zu unterdrücken. Ja, wir basteln uns heute ein simples 3D-Schwert. Dazu verwende ich Splines und Loftnerves. Ein Spline ist eine simple 2D-Form. Ich kopiere das Ganze einmal, ziehe es nach hinten und hole mir anschließend eine Loftnerve rein. Jetzt markiere ich beide Rechtecke und ziehe sie in die Loftnerve, und wie man sieht, wird der Freiraum aufgefüllt. Ich habe jetzt ein 3D-Objekt. So viel zu den Grundlagen. Ich lösche das Ganze mal und wechsle anschließend in die Vorne-Perspektive. Denn für unser Schwert benötigen wir als erstes eine Vorlage. Ich gehe auf Modus, Ansichtseinstellungen und kann mir rechts unten ein Foto raussuchen. Ich habe das schon getan und werde es jetzt nur mal anzeigen. Wie man sieht, ein relativ simples Schwert. Ich habe vorher einfach nur ein Schwert genommen, in der Mitte durchgeschnitten, einmal gespiegelt, damit ich eine gleichmäßige Form habe, und glänzende Flächen rausretuschiert, damit wir später beim Texturieren weniger Arbeit haben. Als erstes werde ich die Klinge nachbauen. Dazu verwende ich wieder einen Spline, der ungefähr der Form des Querschnitts entspricht. In dem Fall ein N-Eck auf 6 Seiten eingestellt. Ich mache es editierbar, reduziere die Breite etwas, transformiere es in die richtige Größe und rotiere es einmal um 90 Grad nach oben. Anschließend setze ich es an den Beginn der Klinge, passe die Größe noch einmal an, kopiere das Ganze, füge es wieder ein und ziehe es hier nach unten. Ja, so ungefähr. Kopiere das Ganze wieder, wiederhole den Schritt. Hier kann man je nach Detailgrad mehr oder weniger Splines einsetzen. Ich versuche, den goldenen Schnitt zu erwischen. So. Am Ende der Klinge transformiere ich dann auf 0%. Ich wechsle mal in den 3D-Raum. Und wie man sieht, sind hier nun alle Splines angereiht. Ich hole mir jetzt dann eine Loftnerve rein, markiere meine Splines und ziehe sie in die Loftnerve. Und wie man sieht, habe ich jetzt eigentlich schon eine fixfertige 3D-Klinge. Wenn man sie noch anpassen möchte, kann man hier einfach die Splines noch verschieben. Ich kann die Position verändern, die Größe verändern, je nach Belieben. Ich mache das wieder rückgängig. So, anschließend, ah ja, genau, wenn ich die Loftnerve anklicke, sieht man hier die Faces, die Polygone. Und ich habe hier relativ viele drin. Ich möchte das etwas reduzieren. Dazu gehe ich hier unten auf die Unterteilung und setze sie auf 10, 3, 3. Man kann natürlich auch mehr einsetzen, 20 zum Beispiel, je nach Lust und Laune. Ich setze es immer auf 10. Und wie man sieht, die Polygonzahl wird reduziert und die Form bleibt relativ gleich. Für unsere Zwecke reicht das. Als nächstes werde ich den Griff nachbauen. Dazu wähle ich wieder eine passende Form. In dem Fall nehme ich ein N-Eck. Setze es auf 3 Seiten, rotiere das Ganze wieder mal in die passende Position. Die Gerade kann man auch rechts unten eingeben, wenn man mag. Hier. Bring es nach oben. Mach es editierbar einmal. Passt die Größe ungefähr an. So. Kopiere das Ganze einmal. Versetze es nach links. Und anschließend geht es hier in den abgerundeten Bereich. Dazu wähle ich jetzt dann einen runden Spline, einen Kreis. Positioniere das Ganze wieder. So ungefähr. Und wiederhole die ganzen Schritte wieder. Hier mal wieder etwas größer. Und am Ende dann gehe ich auf ungefähr 20%. Wechsle in den 3D-Raum. Hole mir wieder eine Loftnerve rein. Markiere meine Splines und ziehe sie rein. Und wie man sieht, habe ich hier jetzt eine Drehung drin. Die kriege ich raus, indem ich einfach die Kreise markiere und einmal um 90 Grad nach unten rotiere.
So, draußen. Anschließend hole ich mir hier oben eine Symmetrieachse hier und schiebe meine Loftnörb rein und zack, fertig ist die andere Hälfte. Perfektionisten können hier natürlich wieder den Griff anpassen. Ne? Das ist jetzt nicht so schön hier, aber man könnte hier noch einen Spline reinsetzen zum Beispiel oder die Breite etwas rauf aufblasen. Die Breite muss ich sowieso etwas raufsetzen, weil hier anschließend der Griff reinkommt. Ich lasse das Ganze jetzt mal so, damit wir weiter vorankommen. Jetzt geht es mit dem Griff weiter. Der besteht aus, ja, Kreisen, würde ich mal sagen. Ne? Ich rotiere das Ganze wieder mal. Wenn man während dem Rotieren die Shift-Taste anhält, dann kann man in 5 Grad Schritten rotieren. Das ist vielleicht hilfreich. So. Macht das Ganze editierbar. Größe anpassen. Und hier etwas schmäler. Ja, das sollte ungefähr passen. Kopieren und drauf. So, wie man sieht, hier wird es jetzt dann wieder eher rund. Ich kopiere das Ganze. Gehe hierher ungefähr. Und mache meinen Griff etwas runder. Das kommt ungefähr hin. Und wiederhole den ganzen Prozess. Ne? Also raufkopieren, zack. Größe anpassen. Dieses Detail hier hole ich rein. Dafür lasse ich im Gegenzug das Detail hier raus. So. Könnt ihr natürlich reinholen, wenn ihr wollt, das hier. Und nochmal nach oben. Größe reduzieren. Und am Ende wieder runtergehen auf, keine Ahnung, 20%. So. Jetzt hole ich mir wieder eine Loftnörb rein. Markiere wieder alle Splines, ziehe sie rein. Und hoppala, rückgängig, habe meinen Griff. Perfektionisten können wieder mal, wie gehabt, hier den Bereich hier anpassen, wenn sie möchten. Man kann hier die Kreise einzeln rauswählen und dann rauf, runter, je nachdem. So genau machen wir das heute nicht. Ja. Anschließend reduziere ich wieder die Polygonzahl. Ich gehe wieder runter auf 10, 3, 3. Und mache hier unten das gleiche, 10, 3, 3. Jo, und im Prinzip haben wir jetzt unser Schwert für den Anfang fertig. Kommt ungefähr hin von der Form. Sieht auch nicht so schlecht aus. Ja, ich würde mal sagen, mit dem Tutorial hier wäre ich fertig. Polygonzahl, 700, 800 Polygone habe ich hier, das geht in Ordnung. Ich werde sie anschließend noch triangulieren, dann haben wir ein paar mehr, aber das ist wurscht. Ja, mit dem Rest geht es dann weiter in den folgenden Tutorials. Texturieren, ins Spiel einbinden und so weiter und so fort. Ich danke noch vielmals inzwischen und man sieht sich beim nächsten Mal dann. Ciao!